Das erste Mal, wo ich Juri gesehen habe, und das war, glaube ich, im Backstage auf Tour. Und Alter, ich habe mich übertrieben erschrocken, als er mich auf Russisch angesprochen hat. Ich habe gesehen, so ein Schwarzkopf, Alter, sah halt aus wie ein Kanake und so, und ich dachte ganz normal auf Deutsch oder so, ne? Und dann sagte er, hey, Zdarova, Dimka, was geht? Und so, ich so, bah, was geht ab? Also für mich war echt richtig Schock, Alter. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Usa, eine neue Folge von Was los? Freunde, ich habe mich getroffen mit Santiago und seinem Schützling Juri. Der bringt sein Album raus, sein Erstlingswerk. Er hat schon viel Musik rausgebracht, er ist auch schon lange dabei. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben eine Autofahrt gemacht, über eine Stunde mit Sponge und Juri zusammen. Und ja, aber trotzdem würde ich sagen, es ist ein Newcomer, weil das ist das erste Mal auf Albumlänge. Ein paar Singles habt ihr schon gehört, Freunde. Ich halte das Intro kurz, wünsche euch viel Spaß und ihr habt ja im Vorlauf, im Trailer schon gesehen, ich verlose natürlich auch was. Ja, wir haben eine unterschriebene, ja, habt ihr gesehen, ich will euch nicht voll haben, Freunde. Wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Dankeschön. So mach ich. Für die Was los Ultras extra ein Yellow Bar Mitzwa mit Autogramm. Das volle Programm für die Fans. Für die Was los Ultras. Yes, yes, yo. Und BBM is the gang. Juri in the house. Servus. Da ich fahre, kann ich mich nicht so konzentrieren aufs Reden, deswegen musst du mehr reden. Okay. Also, hier ist unsere Hauptcam. Okay. Juri ist da. Ihr könnt es nicht sehen, Freunde, aber im Hintergrund ist Sala und SpongeBoss begleitet uns. Ihr werdet ab und zu seinen Arm sehen, ja, wenn er so macht. So. Jawohl. Was geht? Ich habe gerade dein Album gehört. Ach, hast du schon durchgehört? Nicht ganz durch. War viele Tracks. Sehr viele Tracks. Ja, mit der EP zusammen sind es viele. Ah, okay, ich habe einen Dropbox-Link bekommen. Ja, ja, dann deswegen. Ist die EP dann dabei auch. Okay, ja, ja, okay. Weil ich habe locker 10 Tracks gehört schon und ich hatte das Gefühl, dass nochmal 10 Tracks da. Main-Album hat 13 und EP hat 7, genau. Okay, okay. 20 insgesamt, ja. Krass, ne, wir haben gerade über Kanye gesprochen. Ich finde krass, dass die machen ja jetzt, wie machen wir das weniger? Also, die haben ja, der ist 3 Alben produziert. Ist grün, glaube ich. Das Yeah-Album, das Ghost-Album und jetzt das Nas-Album, was gerade erschienen ist, während wir reden. Ich habe es gerade auch nochmal reingehört. Krass. Die machen ja nur auf 7 Tracks. Die machen so auf weniger ist mehr Basis. Okay, auf EP immer quasi oder so. Oder ist das ein Album schon für dich? Eigentlich ist das fast noch EP, ja. Aber das ist halt Album. Die machen auf weniger ist mehr. Und in Deutschland ist mehr ist mehr. Mehr ist mehr, 10, ja. 20 Tracks. Ich würde auch lieber 7 machen. Ja, warum machst du nicht? Ja, aber das ist so, das erste richtige Album, ne, so, mit dem du dich halt auch so, sag ich mal, beweisen willst, die ein oder andere. Du hast doch schon einige dann released. Ja, gut, so. Was habe ich denn released? Jetzt JMC und alles, diese Julian-Runden, meinst du, oder? Ich meine, wenn man ein bisschen zurückgeht in deine Vergangenheit, du hast schon viele Sachen gemacht, viel released. Ja, gut, aber noch nie so richtig bewiesen. Ich stand auch nie so dahinter und habe das auch immer wirklich auf die leichte Schulter genommen, nicht so wie jetzt. So, wo es mir Wayne war, aber jetzt ist halt auch richtig komplett dahinter stehen und auch ein richtiges Produkt auf die Beine gestellt, ne? Ja, so. Also du meinst richtig jetzt in Albumform, ne? Genau, definitiv, ja. Naja, ja, okay. Ja. Kannst du, wenn Spongy redet, das Mic hin, weil der Reh ist sehr leise. Ja, davor war ja Player-Modus im Hater-Focus auf Money Rain und danach war noch Teflon Don, Solo-Album von Juri, auch jetzt nicht irgendwie über Label oder so. Ja. Nie eine große Plattform gehabt, jetzt ist das erste Mal, wo er halt eine größere Plattform und eine richtige Labelstruktur hat. Ne? Also ist in seinen Augen, wie in meinen Augen, auch so eigentlich sein erstes Album. Ne? Ja, genau so sehe ich das halt auch. Ja, okay, so gesehen, okay, erstes Album, dann erster Langspieler so. Genau. Mit Konzept und erstes Mal, wo man mit Konzept reingeht. Aber lass uns doch nochmal, weil du hast gerade Money Rain gesagt. Mhm. Was geht da? Was geht mit Money Rain? Gar nichts, ist tot. Also John hat das irgendwie patentiert und mehr weiß ich auch nicht, was da jetzt geht. Wie gesagt, also. Da geht nichts, ist tot. Wie ist euer Kontakt zu John Webber zurzeit? Also bei mir gar nichts. Ne? Bei ihm auch nichts. Nö, nichts, kein Kontakt. Gar kein Kontakt, beide und ja. Bei Salah auch nicht. Ja, da gab es ja so ein bisschen,
Ja. Ist ja auch schon ein bisschen was her jetzt. Ja, ja, es ist ein bisschen was her. Ist das denn auch geklärt oder ist das jetzt einfach in der Luft? Ja, was heißt geklärt? Das war so... Hat sich in der Luft aufgelöst. Es hat sich in der Luft aufgelöst, war auch, sag ich mal jetzt... Ja. Es gab Wichtigeres zu tun. Ja. Ich hab, ja... Also ich hab den Diss-Track jetzt ja rausgenommen neulich, irgendwann, weil... Ach, okay, ja, ja. Das ist krass, hab ich nicht mitbekommen. Ja, da gab's halt einen Fall, da kann ich halt nicht für ihn darüber sprechen, wenn er will, kann er selber drüber reden, aber das war für mich dann so weit, dass ich sage, ich nehme das raus, einfach weil ich stehe da nicht hinter, so, ne, weil er hatte halt so einen ernsten Fall in der Familie halt, ne, und deswegen hatte ich keinen Bock, das mehr drin zu haben, den Song. Okay, ist nicht aber korrekt. Ja, aber meiner bleibt drinne. Ja, aber Kontakt so nicht, also gar nichts. Da wird auch nie wieder Kontakt kommen. Okay. Ja. Ja. Und deiner bleibt aber drin. Da ja, ist kein ja. Bock drauf. Ja, ja. Also nee, meiner ist ja auch, sag ich mal jetzt, auf Rap-Ebene. Genau, auf dem Kanal von Julien. Ja gut, klar, da hast du vielleicht nicht die ganze Entscheidung. Genau. Es muss dann aber, jetzt wo wir schon da sind, auch nochmal die Frage, weil das ja immer sehr, weil das immer noch offen war, wie ist denn der Kontakt zu Julien? Ihr wart ja mal dicke zusammen, gerade du. Mhm. Ja. Wie ist das denn? Irgendwie hat waren, ja in der Zeit mit dem PA-Beef, ja, hat er halt seinen Teil nicht eingehalten und mich ins offene Messer laufen lassen und seitdem, ja, wir haben keinen Streit, aber so auseinandergelebt, so seitdem habe ich halt gesehen, auf wen ich mich verlassen kann und auf wen nicht halt, ne. Ja, du meinst, achso, du meinst seinen Teil, also nochmal für die Zuschauer so nochmal zurückzugehen, ja. Ihr hattet ja Ärger mit PA, genau. Dann gab es wahrscheinlich so, ja, einen... Eigentlich hatte Jules mehr den. Genau, er hatte den Ärger, eigentlich hatte gesagt, weißt du was, ich gehe mit dir in den Krieg. Genau. Dann hast du den Track gemacht? Ja, und dann ist er aber nicht mitgegangen und dann musste ich alleine. Ich meine, ja, deswegen habe ich dann halt keinen Bock mehr auf den gehabt. Hm. Ja gut, ich hatte eh das Gefühl, bei ihm... Erstmal abtören, aber jetzt nicht so auf Streit. Wir haben ja auch gesagt, so, ey, komm, das ist jetzt nicht irgendwie Krieg oder Beef oder was weiß ich was. Das ist einfach nur, ja, so erstmal kein Kontakt, weil erstmal müssen wir klarkommen. Ich muss klarkommen auf mich, er auf sich. Hm. So, ich und find, ja. Ich finde das irgendwo gleich verstehe das. Irgendwie finde ich das auch ein bisschen schade, weil er natürlich auch sehr wichtig war für deinen Werdegang, so, ne? Ein ja. Wichtiger Puzzlestück, so. Wichtig. Ja, ich auch für seinen. Genau, wir andersrum, waren, ja, ihr habt euch da... gegenseitig wichtig, ja, aber Menschlichkeit ist auch wichtig und Werdegänge hinher. Am Ende zählt das Herz, so, ne? Und, ja. Ja, sicher. Sehe ich so. Ja. Juri, siehst du dich selber als Battle-Rapper? Bist du klassischer Battle-Rapper oder hast du also diese ganzen Battles nur gemacht, um Fame zu ergattern? Das machen ja auch immer. Also natürlich, um Spot zu bekommen. Ja, natürlich, aber ich sag mal so, wenn es hart auf hart kommt, kann ich auch ein Battle-Rapper werden. Also ich kann halt auch die Stufe bedienen und ich kann mich auch wehren verbal so. Ne? Ja. Aber ich kann halt auch normale Tracks schreiben, ne? Wie man auch auf dem Album hört. Sag das Ding ist ja, viele, die sich als Battle-Rapper sehen oder auch als Battle-Rapper reinkommen, auch Fame sind. Die können das sehr gut, können aber dann keine, auf Albumlänge sind sie dann nicht, ja, hat es nicht geklappt irgendwie, klappt nicht. Ich glaube, wir kennen alle einen, bei dem es geklappt hat, ist Eminem, ist der größte Battle-Rapper so und hat dann aber auf Albumlänge, ist ein Star geworden. Ja, irgendwie klappt das nicht, ne? Deswegen wollte ich dich fragen, ob Kollege du den... hat es auch geschafft. Ist er, würdest du sagen, sehr klassischer Battle-Rapper? Also Kollege war damals, Kolle war damals klassischer Battle-Rapper auf jeden Fall und der hat es auch geschafft, also. Stimmt, der kommt auch. Plus, guck mal, hinter dir sitzt auch einer. Ja, stimmt. Deswegen, das ist so, also, so kann man das nicht sagen, wir sind alle irgendwo Battle-Rapper und, also, aber so wie du sagst, ist schon richtig, ob man sich dann auf einem Album, Albumlänge, kann, so. Genau, beweisen kann, ob man abliefert, das ist halt die andere Frage, aber ich denke mit dem Album, auf jeden Fall jetzt ohne eingebildet zu klingen, aber man kann ja zuversichtlich sein und sagen, ne? Also ich sag so, ich habe dein Album jetzt gehört, so diese Tracks, die ich gehört habe und natürlich gibt es auch Sachen, die ihr schon gehört habt, die Fans gehört haben, ist auf jeden Fall... Ich würde sagen, auf jeden Fall hast du da was gezeigt, was man auch nicht nur, dass jetzt nicht nur ein Battle-Rapper ist. Auf jeden Fall. Auch danke. Hier und da kommt was von deiner Herkunft raus. Du erzählst auch ein bisschen was, aber ohne es zu schmierig zu machen, weißt du? Zu ölig. Danke. Ich finde das gut, ich finde das gut. Danke. Aber ich muss da noch reinsteigen. Ich bin noch nicht bei dem Album so, also war jetzt noch nicht so, dass ich gesagt habe, Üff. Muss ich mir mehr, weißt du, sorry, aber ich sag dir, das ist hart, das klingt vielleicht hart, aber ich sag dir, ich muss reinkommen ein bisschen. Ein bisschen hat mir das auch zu viel noch von, ich weiß ja nicht, wie weit ihr zusammen im Studio wart. Okay. Sponge. Ja.
ja bei einigen Songs zusammen. Man hört das ein bisschen, den Einfluss von ihm, oder? Ja, bei ein paar Songs. Style und so, man merkt so ein bisschen. Ihr habt zusammen gevibed, ihr habt zusammen gearbeitet. Ja, klar, aber das ist ja, in Amerika macht man das ja auch, man vibe zusammen, ne? Aber ja, normal. Ist ja auch schon sehr viel, wo man sagt, das ist Juri jetzt. Aber woran, findest du, hört man das? An dem Style oder an dem... Ich glaube an der... Boah. An der Hook? Bei einigen Songs. Hooks, an der Intonation, ich glaube gerade an der Betonung der Wörter so, manchmal. Okay. Dann habe ich noch, dann höre ich ein bisschen Sponge raus. Vielleicht, so. Was sagst du dazu selber? Ja, also wir sind ein Team so, wir sind eingespielt und wir viben einfach zusammen und dann entsteht sowas halt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ey, das ist 100%, das ist so, das ist... Ja, normal, aber ich meine, ich habe es ein bisschen rausgehört. Ich finde, okay. Ich fand, wir reden gleich nochmal über... Bisschen deine Herkunft, weil interessanterweise auch in einer Hook sagst du auch, du sagst zwar Bratan, du sagst, ey yo, Bratans, hier sind die Jungs aus Afghanistan. So, ja, weißt du, ja, so. Ja. Das ist natürlich, da müsstest du drüber reden, das ist interessant. Okay. Weil es sind ja zwei verschiedene Sachen. Klar. Aber also Herkünfte so, genau. Die bei dir immer nicht ganz klar sind. Genau. Aber bevor wir darüber reden, wer von euch rappt eigentlich länger? Wer von euch ist. Du bist schon ewig dabei, ne? Ja, gut, er auch. Wer von euch ist länger dabei? Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Ich bin seit Dezember 2004 angemeldet bei der RBA gewesen. Ja, ja, dann ist wow, dicker ist das lange. Ja, das ist verdammt lange her. Ja, aber man muss auch sagen, so viel Output kam auch nicht, ne? Also, ja. Bei mir ist noch so ein Sunny-Solo-Album offen. Das erste. Ja. Mal gucken, ob das kommt, wann das kommt. Keine Ahnung. Ja, und an sich ja immer nur so ein paar Battles gemacht und so ein paar Spaß-Songs und so hinher, ne? Aber nie was Ernsthaftes. Ja. Das einzig Ernste, Seriöse war als Sponge. Der gute alte Schwamm. Der Schwamm? Ja, das war Kopfkopfgefühl auf jeden Fall. Ja, der Schwamm hat einen. Ich habe nie Musik gemacht, hin, ne? Ich habe nie irgendwie so Mucke gemacht in Albumlänge. Ich dachte mir, ich habe Bock auf einen Song, mache ich einen Song. Ja. Dann, wo du dann irgendwie eine bestimmte Anzahl an Songs abgeben musst, wird das zur Arbeit. Das ist halt auch widerlich. Ja, aber man muss damit irgendwie fit kommen. Sorry. Das ist ja. Genau, man muss. Ey, was machen wir hier gerade, wenn ich fragen darf überhaupt? Ich versuche das Ding gekühlt. Ein San Diego-Interview. Nein, nein. Was passiert hier gerade? Ey, ist da drin, sag mal, ist da bei euch auch super warm? Übel. Also ich sterbe, Alter. Es ist Sauna hier. Übelst warm. Es beschlägt auch die ganze Zeit. Es regnet. Deswegen versuche ich das Ding hier anzukriegen, aber irgendwie schaffe ich nicht so richtig. Im Auto einfach? Ja, habe ich schon mal gemacht. Digga, weißt du, was krass ist bei dir, Juri? Du hast, wenn man so ein bisschen forscht, was du so gemacht hast, ich finde krass, dass du schon mit end vielen Rappern der alten Generation oder der älteren Generation auch Musik gemacht hast, ne? Ja, ja, aber wie gesagt, das war damals ja noch so, ich war auch noch in einem jungen Alter, weißt du, ich habe das gar nicht so für ernst genommen und ernst empfunden, weil ich hatte ganz andere Sachen im Kopf mit dem Alter, so, ne? Und dann jetzt irgendwann, dann, wo ich halt gesehen habe, okay, es funktioniert. Was heißt funktioniert? Aber man kommt da so rein. Ja, es macht ja, Spaß, ja, und so. Macht Spaß. Und man wird auch besser. Man merkt auch, wenn du so ein bisschen Erfolg bei dir selber siehst, jetzt nicht irgendwie Erfolg an Zahlen oder an irgendwelchen Klicks, sondern Erfolg an dir selber, wenn du besser wirst, wenn du dich steigerst, ne, wenn du trainierst, dann macht es auch mehr Spaß, so. Klar, ist ja normal. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesehen und habe mich mehr reingehangen. Ja, und dann habe ich irgendwann nach langer Zeit halt dieses Battle damit gemacht, dieses JMC. Aber das war ja gar kein Battle. Das war kein Battle. Das war ja einfach genau ein Music Contest. Du musstest ein Produkt abgeben. Einfach genau. Und dann genau und dann voten die Fans so mit Daumen hoch, Daumen runter und Verkäufe zählen. Und dann bin ich bis ins Achtel oder Sechzehntel gekommen. Und dann habe ich einfach aufgehört. So. Was mich aber am meisten juckt, was auf Roos am meisten juckt, ist, wie kommt das, dass jeder Deutschrapper mit dir connected war oder ist oder whatever. Das juckt mich. Ja, dann weicht der immer aus. Bei mir weicht er auch immer aus. Ja, man muss das sagen, guck mal, du hast ja von Leute wie, ich weiß gar nicht, ob die heutigen Fans von euch, auch die heutigen Fans vom Schwamm, die überhaupt noch wissen, wer diese Leute sind, weil das natürlich eine junge Generation ist, die euch folgt. Jones, Mann, was weiß ich. Automatik. Flair-Haftbefehl weiß man heute. Klar, den weiß man sicherlich. Aber wie hast du denn da die Mucke hingekriegt? Sind die alle auf dich zugekommen? Weil einfach. Nee, ich war halt. Ich bin ehrlich, ich war halt immer frech und direkt, ne? Und hab halt alle connected und es hat geklappt, so auf diese freche Art und so, ne? Ja, das ist geil, aber ich war so direkt so, ne? Ey, der hat damals auch mit Kolle einfach irgendwie connected, hab ich auch nicht gepeilt. Nee, falsch. Das war, damals habe ich ja auch dieses Hassfalt-Ding gemacht. Das war mit. Da warst du auch da. Nee, du warst bei Parallelen da. Parallelen war ich da. Genau. Hey, yo, Kassel! Genau, ja, genau. Da bist du auch drauf. Das habe ich ja auch im Hintergrund. Haben wir uns da gesehen auch? Ich weiß ja nicht mehr. Aber ich war da auch, ich habe das auch nicht so krass ernst genommen, weil ich war da nur kurz da, dann bin ich abgehauen und so. Ja, das war so der Kanackensplash, haben wir das damals genannt. Ja, genau, Kanackensplash. Und dann
guck mal, wir hatten davor einen Remix gemacht, den habe ich mit den Automatik-Jungs zusammen organisiert, ja. Hasfalt. Da habe ich so zu denen gesagt, ey, das wäre doch krass, so DJ Khaled-mäßig, wenn alle Kanaken so auf einem Song sind, ne? Ja, ja, ja. Und dann haben die gesagt, ja, Mann, lass machen und so. Und dann haben wir alle connected so, ich habe mich um die Beats gekümmert, ich habe Boogie rangeholt, der hat das Video damals gedreht. Ja, Und dann haben wir halt so ein überkrasses Kollabo gedreht mit Chelo Abdi, Manuelsen war dabei, wer war noch dabei? Chaka war dabei, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Klar, Ro. Ja, genau, Ro. Anderswo. Genau, Ro. Genau, Peace auf jeden Fall. Chaka, bester Mann. Ja. Auch einer von dem, wo ich sage immer, schade, Alter, dass der nicht einfach weitergemacht hat. Der hatte einen krasse Stimme, genau. Krassen, Mann, eine Aura. Mhm. Also das erste Album von Haftbefehl, Aslak Stereotyp, für mich immer noch Klassiker. Ein Klassiker, so auf jeden Fall. Da ist er ja auch die ganze Zeit drauf. Also genau. Der spielt da eine große Rolle. Genau, genau. Oh. Ja, wie gesagt, und dann war das halt so. Und dann hat Kolle mir irgendwann mal über Facebook, da war Facebook noch ganz neu. Ja. Und ich hatte, glaube ich, einen Fake-Account. Also ich hatte kein Foto drin und so, weil ich noch nicht so getraut habe, dieses CIA, weißt du? Yeah. Und dann irgendwie, Kolle hatte aber schon so ein Foto von sich drin und ich dachte mir so, hä, what the fuck, so, ne? Ja. Und dann hat er mir geschrieben, dies, das, geiler Part bei Hasfalt, bla bla bla, komm vorbei. Sorry. Ja. Und geil. Dann, ja, easy, aber auch geil von Kolle. Ja, und dann mit ihm hatte ich ja auch durch Facebook Kontakt immer. Wir haben immer geschrieben. Auch schon jahrelang, dann haben wir auch telefoniert irgendwann nach der Zeit. Das klingt wie so zwei Fassungen. Ja, das klingt sowieso zwei. Ja, aber ist doch normal, Bruder. Ja. Und dann hat man einfach so connected und. Normal. Ja, witzig. Ich meine, dass du frech bist oder dass du auf die Leute zugehst, ist ja auf jeden Fall okay, aber es erklärt noch nicht, warum die alle mit dir arbeiten, weil, weißt du, viele sind. Ich kann gut reden, Bruder. Ja, aber du bist wahrscheinlich auch gut, Fuchs. Einfach. Fuchs. Ja, man muss aber sagen, Rap's auch gut. Aha. Weil sonst. Aha. Oder? Aha. Aha. Sonst würde man. Ja, aber ich finde, ehrlich gesagt, die Sachen von früher stehe ich trotzdem nicht so krass dahinter wie die Sachen von jetzt. Also ja, wie mit dem Album jetzt. Ist ja bei jedem so. Keiner guckt ja so klar auf seine alten Sachen. Genau, genau. Ja, gar nicht, glaub, ja, aber eure Fans sagen dann manchmal, boah, mach wieder wie früher geil und so. Und du denkst so, boah, Alter. Lass mich in Ruhe mit früher. Du bist immer am Weiterentwickeln. Genau. Und aus der Fansicht konserviert man ja auch einen Moment mit diesen Songs. Genau. Man hat dann so ein Erlebnis damit gehabt und so. Ja. Naja, und deswegen so, ich finde, man muss immer irgendwas sich weiterentwickeln, immer an sich arbeiten, weil man kann nie sagen, man ist zu 100% perfekt. Ne? Mhm. So, das. Dann gab es halt, wenn man in der Karriere reinschaut, dann gab es ein bisschen Pause. Ja. Boah, das ist schon ein bisschen her bis zu deinem letzten, sagen wir mal, Zeichen, oder? Ja, klar. Dann habe ich auch, wie gesagt, ich habe halt immer zwischendurch gechillt und andere Sachen privat gemacht und ja. Ja, tschetschenische Dings, Auftragskiller und so. Nein, jetzt nicht diese Filme, einfach das Leben einfach. Nein, halt, Spaß. Ne? So tschetschenische Auftragsfilme, hörst du mich gerade in so. Nein, nur Spaß. Nein. Welches Jahr war Teflon Don? Teflon Don war 2000. Boah, schon lange, ja. 14, 15? 14? Ja. Echt? Krass. Okay. Krass. Ja, ist schon was her, Alter. Zeit fliegt. Ja, und jetzt haben wir schon 2018. Tschüss. Und wie ist das? Also klar, ihr habt geschrieben, du hast gesagt, ihr habt geschrieben, aber wie war das? Wann hast du dir überlegt, ich sign den Jungen jetzt auch mal? Ach so. Nicht nur, ich häng mit ihm. Naja, das Ding ist, wann war ich überhaupt bereit, irgendjemanden zu signen? Genau. Ne? Also mir war klar, ich sign ihn ab dann, wann ich ready bin, ein Label zu gründen. So, ne? Und meine Signings sind halt Leute, die ich privat halt kenne schon länger. Ne? Muss auch. Und ich muss mit denen privat cool sein und ich muss denen auch gönnen. Das heißt, ich könnte jetzt nicht irgendwie jemanden sein und pushen und für jemanden arbeiten und der wird dann größer werden, Geld verdienen, whatever, Alter, auf meinen Nacken habe ich gar keinen Bock. Das heißt, ja, Zusammenarbeit nur mit richtigen Brüdern. Mhm. Ja. Ja, was auch natürlich immer schwer ist, ne? Klar schwer, aber ich finde die auch gut, ne? Also ich würde jetzt, ich habe auch andere Brüder, die auch vielleicht gerne Musik machen wollen würden, aber wenn die nicht gut sind, sind die nicht gut. Genau, man muss auch gucken, dass der auch gut ist. Ja. Und auch zu dem Thema vorher, ne? Wo ihr sagtet, irgendwie klingt mir ähnlich bei ein paar Songs, die es das hier ist, ne? Sehr viele Songs, da kam Juri komplett alleine fertig mit. Mhm. Ein paar Songs haben wir halt zusammen gemacht. Ja, ne? Du, das war jetzt auch gar kein Diss oder so. Nee, ist auch kein Diss, ist auch gut. Das ist, als du früher gerappt hast. Ja. Weil ich weiß ja, wie du früher gerappt hast. Aber diese typischen 90 BPMer da, das ist alles 100% Juri. So, ne? Mhm. Und diese paar trappigen Dinger, da war ich so mit drin.
Ja, genau, aber ich glaube, weil du das auch vorher noch nicht gemacht hast, dass man sich da so mehr anlegt. Ja. Aber wie gesagt, dann, wenn man zusammen im Studio ist und vibe, dann ist es halt. Ja. Ja, nice. Jetzt kommen wir. Boah, ich muss kurz an den Bus vorbei. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen. Was auch ein bisschen, ich glaube, das ist der dritte Track gewesen auf dem Album. Da sagst du in der Hook ein bisschen dieses, was ich gerade gesagt habe. Du heißt Yuri Abdul. Ja. Das ist ja auch schon der Soundclash. Ja. Kannst du Red Bull Soundclash nur mit deinem Namen. Sag mal was dazu so ein bisschen, für die Leute, die noch nicht genau wissen. Du bist in Russland geboren? Genau, in Volgograd, Stalingrad ehemalig. Echt? Stalingrad? Ja. Wow, Alter. History hier. Ja, History Channel mit Yuri. Auf jeden Fall. in Volgograd geboren. Mein Vater kommt aus Afghanistan. Ja, daher der Nachname. Der war in Russland. Ja, daher der Nachname. Und der ist dann nach Russland gekommen, hat da gearbeitet, selbstständig. Und dann hat er da meine Mom kennengelernt. Und ja, bei denen hat halt geklappt. Und dann sind die... mein Vater war schon früher in Deutschland, bevor wir gekommen sind. Wir sind dann nachgereist und dann ja Asylantenheim und alle Filme dann. Okay, was für eine History, Alter, krass. Ja. Irgendwie aber auch nicht so krass, wahrscheinlich gibt es das schon häufiger. Ich glaube, zwischen Afghanistan und Russland gibt es viele so. Geht. Ich habe einen irgendwann, ja. Echt? Ich habe noch nie in meinem Leben einen gesehen. Also, ich habe einen in meinem Leben gesehen. Ja? Okay. Und der hat sich dann auch als mein Cousin ausgegeben, obwohl er gar nicht mein Cousin war. Er so, ja, kennst du Yuri, den Halbafghaner Russe? Und dann so einer so zu dem, ja klar kenne ich ihn. Er so, das ist mein Cousin. Und ich so, wie? Wir sind doch gar nicht Kabul? Kabul nicht. Kabul ist ja mein deutscher Cousin. Krass. Ja. Ja, aber wenn man Erfolg hat, Bruder, wird die Familie größer. Kennst du das nicht? Plötzlich klar. Hat man Cousins. Ja, aber da war ich gar nicht irgendwie so. Das war einfach nur. Ja, er so, erkennst du diesen Yuri und so. Und er so, ja, das ist mein Cousin und so. Mhm. Ich denke mir so, what the fuck, warum, Alter? Nee, das Ding ist, ich dachte, wegen dem Afghanistan, Sowjetunion, Krieg, den die hatten jahrelang, dass es da viel mehr Vermischungen gab. Ne? Also, dass die in Deutschland alles sind? Nee, das ist natürlich, weil Afghanistan Krieg. Aber viele Afghaner reden auch Russisch, ne? Wenn du so schaust. Wenn die an der Grenze wohnen, auf jeden Fall. Also wenn die nördlicher wohnen, auf jeden Fall, oder? Ja, weil zum Beispiel, ich kenne auch ein paar Afghaner so, von denen die Väter. Ich treffe die dann immer und dann sagen die immer auf Russisch, versuchen die immer auf Russisch mit mir zu reden. Die reden dann halt auch mit übelstem Akzent, aber die reden perfekt. Und dann gucke ich selber, ich bin zwar selber halb Russe, halb Afghaner, spreche ja. So und dann gucke ich und dann denke ich mir so, ey, was geht? Der redet gerade Russisch mit mir. Ja, so, krass. Ne? Das ist krass. Ja, was? Achso, ja, das ist nicht so schlimm, der läuft. Aber danke. Sprichst du auch, was sprichst du denn Afghanisch? Pashto oder was? Nee, Farsi. Also Farsi? Mein Vater spricht Mach Farsi. Mach keinen Ärger, Jani. Ja. Farsi, aber nicht. Harf Misani oder Farsi? Gab Misani. Gab Misani. Ja, Gab. Das sagt ihr. Wir Perser sagen Harf Misani. Das ist so ein anderes Wort. Ihr Perser habt auch so einen anderen Slang. So, ne? Wenn ja, voll. Genau. So ein bisschen Slang. Aber eigentlich, ich verstehe euch schon. Du wenn kommst aus dem Iran, ne? Genau, aus Ahvaz. Okay, Ahvaz. Da bin ich geboren. Ahvaz, du kommst aus Ahvaz. Ahvaz? Ja, kommst aus Ahvaz. Ja. Ja, nicht schlecht, Alter, nicht schlecht. Aber dein Farsi ist nicht so gut? Wie bitte? Dein Farsi ist nicht gut? Nee, leider nicht. Immer wenn ich jetzt zur Familie gehe, zur afghanischen Seite, die sprechen dann immer, ich verstehe alles, das ist gar kein Problem. Ich antworte, ich versuche dann auch immer zu antworten. Mein Bruder kommt dann immer zu mir und sagt dann immer, sag das. Sag das. Ja, ja, diese. und dann Bayram so, ja. Juri, Aziz. Oberst. Das ist cool. Ja, Chodafis. Ja, Chodafis. Bro, richtige Premiere. Alle wollen immer, alle nötigen mich immer, ja, dass so ich reden soll und jetzt. Und Russisch? Russisch also, perfekt, ja. Ach, das ist perfekt. Schreibe ich sogar und lese ich auch. Ja. Ah, okay, das ist gut. Ja, weil mein Onkel zum Beispiel ist vor kurzem nach Deutschland gekommen und dann kann ich nur mit ihm Russisch schreiben. Ah, interessant. Ja. Also, Russisch ist eh gut. Ja, ich war gerade in New York. Da war ich in... wie heißt das? Ey? Ich hab den Stadtteil vergessen. Das war auf jeden Fall in Brooklyn, gibt es so eine russische Ecke. Krass. In New York ist eh krass. Da ist, also, was die hier bei uns sagen in Parallelwelt und so, Digga, fahr mal nach New York. In Brooklyn gibt es jüdische Viertel, da gibt es deutsch-jüdische Viertel, da gibt es russisch-jüdische Viertel. Krass. Und dann gibt es russische Viertel. Und das ist richtig so wie Straße, das ist die Grenze. Du gehst rüber, ist schon ein anderer Viertel. Anderer Style. Die Leute haben andere Sachen an. Das ist richtig parallel. Aber auf jeden Fall, da war krass. Da habe ich auch ein paar Russen kennengelernt, die gerade erst nach Amerika gekommen sind. Voll die Community ist da. Ja, Russen, die Russen halten ja auch zusammen. Ne? So überall auch, wo du siehst. Und immer, wenn du irgendwo hingehst, die Russen sind. Wenn die am Start sind, dann versuchen die einen immer zu supporten. Ja, die Herkunft verbindet. Genau, ja. Wobei, es ist ein riesiges Land. Dann denke ich immer, gibt es da nicht innerhalb des Landes auch so
Und man sagt, ja, wir sind mehr so aus da, die doch, sind doch, mehr das so, ist schon ist so. Schon in krass, Russland oder? Ist schon krass, ja, ja. Auch gerade bei mir so, wenn ich immer nach Russland geflogen bin, so zu, ich habe ja noch Family da, ja. Dann so als Schwarzkopf hast du da auch nicht so leicht. Ne? Also da bist du dann, da fällst du doppelt auf, ja. Plus du kommst noch aus Deutschland, die sagen alle zu dir, Hitler kaputt. Ja. Die sind alle voll die sind alle richtige Russen so, ne? Und die sind voll gegen sowas und ja. Darf ich auch ganz kurz was sagen? Bitte. Das erste Mal, wo ich Juri gesehen habe, und das war, glaube ich, im Backstage auf Tour. Und Alter, ich habe mich übertrieben erschrocken, als er mich auf Russisch angesprochen hat. Ich habe gesehen, so ein Schwarzkopf, Alter, sah halt aus wie ein Kanako und so. Und ich dachte ganz normal auf Deutsch oder so, ne? Ja, normal. Und dann sagte er, hey, Zdarova, Dimka, was geht? Und so, ich so, bah, was geht ab? Ja, also für mich war echt richtig Schock, Alter. Ja, ja, normal. Ich weiß noch. Aber, pass auf, ich sag dir, ich hab bisher einmal in meinem Leben das gehabt, wie wahrscheinlich Deutsche, wenn wir mit schwarzen Haaren und so blau, wenn man spricht so fließend Deutsch. Ich hatte das einmal, einen Typ aus Ghana. Also so wirklich so dunkel wie, wenn, ihr kennt ja Manuelsen und so, ne? Wirklich so ein Mensch. Ja. Ne? Wir haben gearbeitet irgendwas zusammen und da hat er mit mir Persisch gesprochen. Alter, das war für mich, nach einer Stunde miteinander reden, war das immer noch Schock. Das ist krass, ich kam einfach darauf nicht klar. Ich sag dir. Das war so Schock. Bei uns auch zum Beispiel, ne? Ich hab schon mal einen Schwarzen, der Türkisch geredet. Ja, das ja, aber Manuel grade, spricht ja auch fließend. Wollte ich gerade sagen, ich hab auch, aber das ist Optik trotzdem. Das ist guck mal, voll Optik. Eigentlich wollte ich einen Song machen, der Juri Gagarin heißt, aber dann dachte ich, ich hab Juri Boyker genommen. Ja, okay, okay, hast recht, weißt du? Nächstes Album. Wir kennen dich, Juri Gagarin. Ja. Mann, wegen Juri gab es die Mondlandung, wegen ihm gab es alles. Aber kennst du Juri Gagarin? Hast du mal ein Interview von ihm gesehen, wie eiskalt er ist? Habe ich nicht gesehen, ne. Musst du dir mal geben. Ey, der ist der wie sagt man so? Unsympathisch. Humor. Nein, nein, nicht unsympathisch, aber richtig trockenster Humor. Ja, dann machen wir mal, ja, dann machen wir halt mal. Ich so. Ja, das ist halt dieser Oldschool. Diese Oldschool-Russe. Oldschool-Russe, ja, ja, der ist. Sowjetunion, alt erzogen. So, richtig, ne? So, ja. Tetris erfinden, nichts dran verdienen. Nee. Das ist Sowjetunion. Ja, oh, Mann. Cool, ja. Ich habe ein Buch gelesen, dass die Mafiosi aus Italien, ein paar von denen, den Typ, der AK-47 gebaut hat, erfunden hat, ja. Dass die den immer besuchen und so. Michael Kalaschnikow. Genau, dann besuchen die den. Das ist für den so, das ist für die so Legende. Die, das immer wieder, aber der Typ auch nicht reich geworden an der Maschine. Krass, ne? Ja, das war ja früher. Ja, das ist ja, ich glaube, nee, der lebt noch, oder? Der lebt noch. Ja, der lebt auf so einem Bauernhof und da kannst du den besuchen und alle machen Fotos mit dir und so. Und das Ding ist, das war ja so Kommunismus, du tust alles, was du machst für Land. Und dass das Land sich daran bereichert oder die einzelnen Köpfe da oben, wie bei Tetris halt. Der Typ, der Tetris erfunden hat, Bruder, der hat kein Geld verdient. Wusste er, ja. Witzig, aber Nintendo hat Geld damit gemacht. Ja, und das Land halt, ne? Japaner, ne? Oder Chinesen? Weiß ich. Ja, Nintendo ist ja, genau, ist Japan, glaube ich. Ja, Mann, Alter. Was ist jetzt mit der WM? Bist du am Start oder nicht? Bist du jetzt drüben oder nicht? Bei der WM leider nicht, ne. Dabei wäre das doch für dich voll easy, ne? Eigentlich schon, ja. Hast du Russisch Spaß? Nee, ich habe einen Deutschen. Ja, da musst du Visum machen. Ich hatte eigentlich einen afghanischen. Noch? Dann, ja, dann, ja, aber dann mit dem Probleme. Ja, ja. Ja. Ich hab, wo ich nach Russland gegangen bin, geflogen bin, einmal, dann habe ich auch. Ich habe lieber Visum geholt und bin mit Deutschen rüber. Ja, ich kann mit Iranischen locker, aber ich habe gedacht, lass mal diese. Ich bin in Moskau, dann die schicken mich nach Iran wegen irgendwelchen Moves. Und dann landest du. Ich bin aus Deutschland, Mann! Nein, hat die Fresse. Du kommst nie wieder zurück. So. Ja, deswegen besser mit Deutschen. Immer lieber mit Deutschen. Ja, Alter. Ja, Mann. Ja, ich war jetzt vor kurzem Reisepass beantragen und dann sitze ich da so im Burgerbüro und dann sage ich so: Ja, ich würde gerne Reisepass beantragen, meiner ist abgelaufen. Die so: Ja, klar, okay. So und so viel Euro hier unterschreiben. Ja. Ach, Sie haben ja noch die afghanische Staatsbürgerschaft. Ist das okay für Sie? Und ich gucke so, was, wenn ich jetzt irgendwohin reisen will, dann komme ich dann gar nicht rein, ne? So, weil mit Afghanisch ist schon Film momentan. Ja, so. Aber muss ja nicht sein. Ja. Wir wissen ja nicht alle. So, uninteressant. Ja, Mann, krass, Alter. Ja, Russland gerade krass, auf jeden Fall Thema. Ja. Was ist denn für dich, für wen bist du denn bei der WM? Afghanistan ist eh nicht dabei, zum Glück. Dann kannst du ja für Russland sein. Der Iran hat ja gewonnen gestern mit Glück. Ja, Bruder, wir sind Gruppenführer. Mit Glück. Drei. Was? Warte mal ganz kurz. Was? Ja, jetzt kein Held. Kein Held. Sind wir Hunde oder was? Nein. Das war richtig. Bruder, das war Leistung, Bruder. Kein Fitner jetzt, aber. Ja, das war doch, ehrlich. Das Jahrhundert, Bruder. Das war richtig Regional-Level, ja. Alter. Aber viele Spiele. Ich habe jetzt zum Beispiel Russland, das war ja das Eröffnungsspiel. Ja, wo Putin Bruder, und so auch am Start war, aber die haben ja auch mit Ach und Krach dieses 5-0 gemacht gegen Saudi. Das war doch gekauft, erzähl mir doch nicht. Ach, kannst du gar nicht, die Saudis kannst du doch gar nicht kaufen, mit was willst du kaufen? Nein, nein, nicht die Saudis kaufen, aber die Gruppe. Dass du, na, die Gruppe, dass du bei Saudis. Ja, ja, das stimmt, ja. Bruder, das stimmt. Nein, aber wollen wir mal nicht, das Problem ist, Bruder,
Wir kommen aus Deutschland, Bruder. Wir sind genau, Fußball. Genau. Fußball ist für uns ja Ding, weißt du? Wir sind doch verwöhnt hier, weißt du? Ja, dass sie alle so auf so ein Level spielen. Fußball, dann guckst du Iran, dann denkst du so, Bruder, B-Jugend, wo ich als Junge gespielt habe, würde die besser, ja, klar, ist so. Aber was willst du machen? Das mit halt übelste Glück haben die gewonnen. Ja, ich habe das gesehen, ich habe mir gedacht, Marokko hat besser gespielt. Die sind ein bisschen besser und die hätten auch 2-0 eigentlich gewinnen müssen. Iran hat ohne Cristiano? Auf das Tor zu schießen gewonnen. Ohne Torschuss oder so. Also er sagt gerade, er würde es Cristiano gönnen. Würdest du es Cristiano gönnen? Ich bin froh, dass Cristiano gestern unentschieden gespielt hat. Boah, aber der hat alle drei Tore gemacht. Ja, King, ne? Ey, Freistoß King, Alter. Aber ich will nur sagen, dadurch haben die einen Punkt jeweils und so ist Iran Gruppenführer mit 3 Punkten. Yeah. Ja, wir sind fast Weltmeister. Aber was, wenn ihr Portugal trifft? Dann ist es vorbei, Bruder. Ziehst du Ronaldo-Trikot an oder Iran? Nein, Bruder. Ich bin immer, der Bessere soll gewinnen. Nein, das Beste Ahnung, ist, Bruder. Ich habe mit einem Freund geguckt, der ist Türke, nicht so ein Türken an dieser Stelle. Ja, aber die sind schon Fanatiker, Alter. Übel. Und der ist gar nicht dabei, oder? Nee, das ist es ja. Und er sagt so zu mir, ja, Bruder, Russland und so. Ich so, ja. Er so, boah, ihr werdet so rasiert. Ich so, sind Türken eigentlich dabei? Ne, so, boah, wir wollten gar nicht schon so, wir wollten da nicht mal mitmachen. Wir wollten nicht. Ja, diese dann. Mm. Ja, ist schon. Fußball ist größte Fitness. Ja, Fußball ist größte. Fußball und Politik bitte nie zu äußern. Schlimmer als jeder Krieg. Ja. Ich habe noch gesagt, ich habe mir nur die letzten 20 Minuten angeguckt von dem Spiel, weil ich hatte so keinen Bock, das zu gucken. Ich hatte keinen Bock auf 5-0. Und weißt du so, ich guck das gar nicht. Du hast schon abgeschlossen. Ich schwör's dir, Alter. Ja, aber ist doch. Und der Typ, der das Eigentor geschossen hat, heißt irgendwie Asis noch was, spielt bei St. Pauli. Ne? Also schöne Grüße an dieser Stelle. Ich liebe dich, Bruder. Danke nochmal dafür. Aber Bruder, gehört dazu. Mann, sowas passiert. Ja, es passiert halt. Ne? Ich beim Champions League-Finale waren auch passiert. Ja, Mann. Ja, so, der arme Torwart, ja. Ja, was willst du machen? Torwarte sind auch einer der größten Berufe, wenn man das so sagen kann. Die haben die meiste Depressionsrate. Ja. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ist echt so? Ja, ist echt so. Normal, es gab einen Torwart, Julio Cesar. Kennst du den von Brasilien? Klar. Ja, klar. Der hat die krassesten Depressionen gehabt. Ja, aber die nehmen das auch voll serious, dieses Spiel, oder? Ja, gut, das aber Spiel Champions League auch alle, ne? Ja, alle Torwarte. Ich denke, Neuer auch und so, die haben es auch nicht leicht. Neuer, ey, ohne Scheiß. Ich kann mir vorstellen, der ist eh gut, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass Torwart und weißt du, was auch scheiße ist? Verteidigungsspieler und so. Wir reden immer nur über Ronaldo, der beste Spieler. Aber was ist mit den ganzen Verteidigungsspielern? Die klären halt Mittelfeld, die, Bruder. Das stimmt. Ein Ronaldo, der kann doch vorne nicht die Tore schießen, wenn hinten nicht alles zu ist und die ihm schön den Ball geben, auch, weißt du? Ja, das stimmt. Aber das ist undankbarster Sport, Fußball. Fußball, ja. Richtig undankbar. Ja. Nur die Stars haben die ganze Kohle. Ich habe gerade gelesen, Ronaldo muss irgendwie 21,5 Millionen Euro Strafe zahlen wegen seines Steuerdings und hat 2 Jahre Bewährung. Ich habe gerade noch zu meinem Bruder gesagt, Mann, der könnte jemanden umbringen, der wird nur Bewährung kriegen. Das ist, weißt du, was ich meine? Das ohne den wäre vorbei. Ohne den können die Madrid zumachen. Der hat mit diesen 3 Toren diese Steuerschulden gezahlt. Ja. Habe ich auch gestern gesagt. Ja, das stimmt. Ich auch gesagt, Mann, Bruder, dem ist doch Geld egal. Juckt ihn nicht, ja klar. Ich frage mich ehrlich, ne, ab dem Level der Bekanntheit, ab dem Level des Geldes, ne? Was machst du da noch Hinterziehung? Wen interessiert? Was hast du davon? Ich glaube, der macht das gar nicht selber. Nicht bewusst. Ja, nicht bewusst, genau. Was verschlammt und so. Genau. Oder vielleicht wurde er falsch beraten. Weiß ja alles gar nicht. Das kann auch sein. Ja, ganz ehrlich. Aber er ist schon ein krasser Typ. So zum Beispiel, kennst du die Story von ihm? 3 Jugendliche sind bei dem ins Hotelzimmer eingebrochen und wollten seine Uhr und so rücken. Echt? Ne? Ja, ja, guck mal. Okay. Und dann ist der Ronaldo reingekommen, hat die erwischt, steht er da und sagt, was macht ihr hier? Und dann sagen die, waren die schockiert? Weil die dachten, die treffen den nicht, weil die haben alles abgecheckt, die wollten den abrippen. Und er sagt so, was macht ihr? Und dann sagen die so, wir wussten nicht, dass wir dich sehen. Und dann hat er gesagt, Jungs, lasst das doch liegen, ich kann euch doch helfen. Ja. Dann hat er denen Geld gegeben und hat den Privatjet organisiert, dass die nach Hause fliegen. Was? Ja. Film. Der ist krass. Ja. Aber wie, aber ist die Story true? Die ist true, weil ich kenne so viele Stories von ihm. Schon, angeblich, er würde Palästina Geld schicken, er würde das. Das ist alles so Fake-Ding, Inszenierung. Deswegen ist er auch, Ronaldo ist ja auch der beliebteste Spieler in der arabischen Welt. Ja, ja, klar. Weil die halt mit dieser ganzen Fake-Propaganda. Ja, ich will jetzt, ich hätte was gesagt, aber ist egal jetzt. Ich will gar nicht so krass darüber eingehen, weil wie gesagt, Fußball ist schlimmste Politik. Das ist wirklich die sehr nutzen, schlimm. Ich meine, das Ding ist, du als Rapper, du bringst jetzt ein Album raus. Was ist dir wichtig in erster Linie? Gehört zu werden, Fame? Oder denkst du auch an den Erlös, an den Ertrag, ans Geld? So, was ist jetzt mal an dich gefragt? Also das Wichtigste ist einfach, dass es, dass die Mucke ankommt und dass die Leute das feiern, so den Film verstehen in erster Linie und der Rest kommt alles danach so. Ich denke auch. Man,
ich denke auch, Geld ist immer wichtig und wenn man sich dann nachher eine Rolli kaufen kann, ein Auto kaufen kann, ein bisschen angeben kann und man hat es geschafft, so, finde ich auch immer geil, aber am Ende, man macht doch, man rappt doch, weil man Rap liebt. So. Genau, ja. Na, natürlich, vielleicht nach ein paar Alben hast du auch keinen Bock mehr, machst du nur noch Geschäft, dann nur jedes Jahr ein Album, nur wegen Geschäft. Mhm. Aber was ich sagen will ist, Mann, Ronaldo zum Beispiel oder auch Messi, du spielst schon nur Fußball, Bruder. Mach doch jetzt, was ist, jeder wird, weißt du, so. Tausch doch mal mit einem Maurer, mit einem, was weiß ich, mit einem Kassierer bei Rewe oder was weiß ich. Ja. Ne? Du spielst schon Fußball, alle lieben dich schon, alle vergöttern dich, heben dich, küssen deine Füße. Und dann kriegst du noch Millionen und Privatjet. Aber ich glaube, die haben gar nicht so viel von dem Geld. Ganz ehrlich, weil wenn du so einen Alltag von so einem Fußballer-Profi so... Gut, ich weiß, was du meinst, das ist ein bisschen goldener Käfig. Ne? Genau, ja. So, ist aber, schon goldener Käfig. Ja, aber so ein Lambo, Privatjet, ja. Oh, ist schon viel vom Geld. Aber die gehen nicht feiern. Ja, ist ein großer, die gehen aber auch nicht feiern oder die müssen können ackern. Die, gar nicht. Die müssen ist ackern, schwer, ackern, 24. Ja, die haben natürlich. Ich, okay, Ronaldo ist natürlich krass, weil er hat einen Druck Messi ohne Ende. Auch. Ne? Messi auch. Das aber ist Alter, immer, ne? Das Land, guck mal, allein das Land Spanien, die gehen, die sind so am Arsch, was Wirtschaft und so bla. Ja. Ein Messi, der könnte sich so eine goldene Statue in den Herzen der Leute bauen, indem er das Geld auch mal spendet. Scheiß doch auf das Geld, du bist doch schon eine Legende. Ja. Mein Bruder, der geht zur Bäckerei, zu einfachste Sachen, Pizzeria, bababab. Man, der kann sogar wahrscheinlich in jedem Hotel umsonst pennen. Okay. Du bist ein Gig aufs Messi. Warum musst du da noch 10 Millionen hinterziehen? Wen interessiert das Geld überhaupt noch? Ja. Er ist ja ab einem Level, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So. Du bist ja ab einem Level, da ist doch Geld total irrelevant. Bei denen schon auf jeden Fall. Deswegen hat mich das... Die machen das ja auch nur so jetzt, weil sie Fußball lieben, denke ich. Ne, das ist jetzt auch schon wegen dem Geld gar nicht mehr relevant. Ja, aber warum hinterziehst du dann Geld? Ja, so, aber, wie gesagt, du hast ja auch, wenn du Ronaldo heißt, hast du ja auch ein Umfeld. Also da bist du ja nicht alleine, ne? Ja, klar. Wer weiß, was da abgeht. Vielleicht hat er eine Frau, die ihm auf den Sack geht und sagt, Alter, ich will mehr. Wer weiß, Alter. Auf jeden Fall haben die schönsten Frauen der Welt, muss man sagen. Ronaldo für einen Tag, Alter. Ja, das stimmt. Das wäre krass, ne? Aber du bist doch Messi-Fan, Bro. Fan hinher. Ja, bei FIFA nimmt er immer Barca. Ich nehm Barca und nehm alle auseinander. Ja, das ja, aber bei, ja, bei heute FIFA noch Foto geschickt, 6-0 hat er eingeklatscht. Bist du online? FIFA ist auch schlimm. Ja, 6-0. Nee, ein hier auf der Couch, aber mit sehr dicke Fresse. Er war ganz laut, musste ich ihn auf den Boden bringen. Seid ihr online in irgendwas? Seid ihr so am Twitch? Also Weekend League, Kumpel von mir zockt Weekend League und der hat mich da ein paar Mal zocken lassen und ich habe die auf jeden Fall auch rasiert, also ist kein Problem. Ja, online ist auch easy. Ich bin jetzt nicht der beste Zocker der Welt, so, ne, aber so, ich habe da auf jeden Fall schon ein paar Mal gewonnen. Diese. Was ist mit Fortnite und so? Seid ihr da am Start? Ey, mein Sohn, ja, du wirst mir nicht glauben, mein Sohn schickt mir gestern ein Foto von ihm vor dem Fernseher mit epischer Sieg. Was ist diese Fortnite? Und dann gucke ich so um ihn rum, so ein Busch. Ich zeig dir das Foto gleich, du lass dich tot. Wie alt ist der jetzt? Der wird jetzt 6. Ah gut, dann ist er schon, kann er schon, ne? Ja. Fortnite ist ja voll easy, ne? Also ja, Fortnite ist krass, ja. So eine Mischung aus, was soll er sagen? Sagst du? Naja, bauen und ballern. Nicht mehr so viel, keine Zeit. Mhm. Genau, aus, wie heißt dieses Spiel, was alle Kids spielen? Dieses Bauen hier, dieses... Fortnite. Minecraft und GTA so ein bisschen, ne? Okay. Ja, so... Ja, Minecraft und GTA, so eine... So, das ist voll, ne? Ja. Rohstoffe und so sammeln. Ist schon Minecraft zu viel für mich. Aber Fortnite macht auch richtig süchtig, ne? Das ist richtig krank. Ja, mein Vorstand. Also epischen Sieg. Ich war früher extremer Warcraft-Suchtling. Krass. Aber nicht dieses World of, was dann später kam mit Online, das Warcraft, war ich schon längst ne, draußen. Da war ich Kind, Mann, als Kind. Ach du Scheiße, süß. Aber nicht zeigen. Nee. Krass. Echt gut. Hast du Game of Thrones Track gehört auf dem Album? Nein, mega überdimensional. Oh mein Gott, du hättest den Herzen. Echt jetzt? Ja. Boah, wie sie gewählt. Valar Morghulis, Valar Dohaeris hab ich gemacht. Valar Morghulis. Valar Dohaeris, der Afghani shootet. Aus dem schwarzen Mercedes. Geil. Ja. Geil. Ich bin auch Game of Thrones komplett sucht. Warum habt ihr keinen russischen gemacht zusammen? Haben wir doch Wladimir Putin gemacht. Ja, Wladimir. Also der ist nicht auf russisch, aber der ist für russisch Element. Ja. Und mit Russen, also Rapper aus Russland zusammenzuarbeiten, geht da was? An sich zusammenarbeiten ist so ein Ding. Also ich habe noch nie mit jemandem, den ich nicht so krass kenne, zusammengearbeitet. Ja gut. Der Vorgang, jemanden voll zu labern, ey, lass mal einen Song machen, weil wir uns nicht kennen. So, ich kenne das ja nicht. Ne? Ein bisschen komisch. Aber du bist da ja der Profi. Ja, ich war früher halt so ein richtiger Fuchs. Juri, okay.
Nee, aber ich hätte dir auch einen Handyvertrag angedreht und du hättest den genommen. So. Verkäufer. Ja, dieser, glaub mir, ist auch gut für dich, Bruder. Ja, diese. Aber da hat das noch gezogen. Jetzt ist diese Zeit vorbei, weißt du. Diese ist auch aber gut ist für gut, dich. Alter. Ich feier das voll. Ich bin ja auch so. Hustler, Alter. Ja. Durchziehen. Was willst du machen, Alter? Keiner schenkt einem was. Du musst durchziehen, Alter. Genau. Ach ja, schöne Grüße am Flair, falls was. Ja. Deswegen, wegen... Einfach nur so. Yes. Ja, über das können wir ja auch reden. Über Falco. Falco! 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 Gene! Über Falco reden, inwiefern? Ja, den Track, den du gemacht hast. Kannst du vielleicht mal noch einen Satz dazu sagen? Wie kamen die auf dich irgendwie? Kamen die auf dich, haben dich gefragt, hey, willst du machen und so? Boah, das war über AK, der hat das eingetütet, eingefädelt, der Man. Warum die jetzt ausgerechnet mich haben wollten, habe ich keine Ahnung. Aber ich fand das eigentlich ganz cool. Also, ja. Ich fand es eine Ehre auf jeden Fall. Und hatte halt Bock auf den Song. Ja, ich durfte mir auch aussuchen, welcher das sein kann. Ne? Deswegen habe ich das auch gemacht. Ja, ist auf jeden Fall, wie ich dir, ich habe dir das ja vorher schon gesagt gehabt. Ja, ich wusste, dass jeder am liebsten Amadeus gemacht hat. Echt? Ja. Und das war auch so. Ey, ich bin so verballert, Alter. Ich erinnere mich an fast gar nichts, was wir geredet haben. In letzter Zeit zu viel gepackt. Ah, Scheiße. Aber ja, kein Plan. Und da Amadeus auch eindeutig vom Flair war, so, ne? Habe ich halt auch die Zeile mit eingebaut, damit es halt unmissverständlich ist. So. Ja, von dir auf jeden Fall überkorrekt, aber leider hat er echt wenig Props dafür oder Feedback dafür in der Szene oder gerade auch diese ganze, die Leute hätten doch auch mal Flair fragen können. Ja, hätten sie auch. Ich weiß auch nicht, warum die den nicht gefragt haben. Die Szene hat einen Stock im Arsch, ne? Ja, die Szene ist eh Stockismus. Ich habe damit nichts zu tun. Ich wurde gefragt, kannst du rappen, kannst du eine Hook? Kannst du rappen? Ich sag, ja, kann ich rappen. So. Bisschen versuchen. Ja. Also ihr habt schon Videos, ist schon eins gedroppt. Von ein Video? Ein Video von deinem Album? Zwei. Okay. Kommen noch Videos auf jeden Fall. Jetzt am 22. soll Hooker Kartell kommen, Solo von mir, ist aber in seiner Box drinne. Ja. Auch eine Ehre, er hat einen Solo-Song für mein Album gemacht. Jawohl. Ja. Und danach am 29. zum Release soll Refugees kommen mit Juri und mir. Auch die als Video. Refugees. Jawohl. Jawohl. So ein bisschen Background representen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch dieser eine Refugee. Diese Refugee. Kommst du auch von dieser? Ich bin ja sogar im Iran geboren, Bruder. Echt? Ja, ich war erste Klasse, war ich im Iran. Ich bin auch nicht in Deutschland geboren, falls du was. Ja, nee, wir sind erste Klasse hier. Erste. Ich habe keinen deutschen Pass. Ich habe immer noch diesen grauen Kontingentflüchtlingspass, falls du was. Krass! Okay, ja. du hast gewonnen. Er ist gesaved. Er ist gesaved. Du hast. Du hast diese ich habe auch noch so ein Papier, wo steht Kontingentflüchtlinge. Ja. Diese, aber ich habe nur Papier, ich habe keinen Pass. Wo bist du nochmal geboren? Ich? In der Ukraine. Tschernowce. Mila Kunis kommt auch von da. Mila Kunis, oh. Falls du das hörst, schöne Grüße. Ich habe früher, wie heißt es, wilden 70er geguckt und mir zwischendurch mal einen. Normal. Kaffee geholt, ist klar. Ja, einen zwischendurch einen Kaffee selber gemacht auch. Immer selber. Do it yourself. Wenn ihr miteinander Russisch spricht, gibt es einen Unterschied? Bisschen? Nein. Oder ist das gleich? Ziemlich ähnlich. Wir haben beide ziemlich Akzent, aber geht. Also ich finde, von den deutschen Rappern habe ich so den unschlimmsten Akzent. Ja, das stimmt. Also ich finde, ich habe sogar so einen krassen Akzent, finde ich, wenn ich Russisch spreche. Ich finde auch, wenn du Deutsch sprichst, hast du einen Akzent. Bei mir. Das soll jetzt nicht eingebildet klingen. Dein Kassler-Akzent, den hör ich raus. Ehrlich? Ja. Das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich finde auf jeden Fall, ich habe die beste russische Aussprache so von den Deutschen. Geil. Auf jeden Fall, BBM-mäßig unterwegs. Das ist die Gang. Du bist aber nicht Patrick, oder? Nee. Haben wir das eigentlich schon aufgelöst? Ich frag das nicht so krass. Nee, das wurde nicht aufgelöst, ne. Okay. Das ist halt auch eine Person, also eine Privatperson von uns, ne. Die kein Rapper ist? Ist halt kein Rapper, ne, aber hat auch sehr viel zu tun halt mit dem Label und so, aber ist halt kein Rapper. Ist halt nur eine. Ist am Trainieren so privat, deswegen haben wir den in den Anzug gesteckt. Der ist eh, glaube ich, ein bisschen zu klein für Patrick, oder? Ist der Juri auch nicht. Ja, oder? Juri zu klein? Ist zu klein für Patrick. Ja, ich meine für Patrick. Nicht breit genug, aber. Ja, weiß ich nicht. Ich bin kein Kante, Bruder. Patrick, nee, aber ich glaube, der ist größer, der Patrick, oder? Nein, der ist so groß wie wir alle, nur der hat so einen Pimmel auf dem Kopf oben, weißt du? Ah, okay, deswegen kommt er so riesig vor. Kopf ist diese, wie bei Dragon Ball Buu, diese Weiterführung, diese Buu, keine Ahnung. Ja, ja. Wohin fahren wir überhaupt da? Zum Laden.
Ach so, okay. Das war eine Stunde Talk und Autofahren mit Juri. Ich hoffe, ihr konntet ihn ein bisschen besser kennenlernen. Wir gehen gleich noch über zu den Fanfragen, dann eure Fragen vor Facebook etc. vorgetragen. Juri am Start mit dem neuen Album. Sag nochmal vielleicht Datum etc. 29.06.2018 jetzt in. Das ist aber bald. Das ist, ne? Schon ein paar Kann Wochen. Ich ein bisschen live gehen? Ja. Und Bratans aus Favelas. Könnt ihr euch alle vorbestellen. Baba-Album Roos feiert auch. Diese auf Nacken von dir schnell, nein, Spaß. Nein, auf jeden Fall. Sind schon ein paar nice Tricks. Ich sag mal so, ich hab nicht geskippt, muss ich sagen. Ich hab die Dinger durchgezogen. Geil, danke. War nice. Darf Salah live gehen? Und am 29.06. Geh live, geh Maif, geh Five. Okay. Was du willst, Bruder. Am 29.06. Das ist schon bald, Freunde, wenn ihr das Interview seht. Ich meine, gib den Jungen den Hack. Ich wollte nur sagen, gebt dem jungen Mann eine Chance, hört euch mal rein. Ich finde es sehr interessanter, sehr interessantes Album, sehr interessante Stories drin. Hier und da auch Battles. Battle Rap. Ich habe ja jetzt gelesen, das heißt Battle Rap. Battle Rap. Ja gut, dann lass uns in die Fanfragen drüber gehen, Freunde. Bis gleich. Freunde, yes, yo, ganz easy, wie ihr die Sachen gewinnen könnt, erzähle ich euch sofort. Ich will nur ganz kurz sagen, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie findet ihr Juri, wie findet ihr das ganze BBM-Camp zurzeit? Bräuchten die vielleicht noch ein Mitglied, sodass man sagen kann, das ist ein richtiges Camp-Camp? Sagt mir das was dazu. Ein paar Singles habt ihr ja auch schon gehört, ne? Die haben auch schon ein paar Mio-Klicks, also es geht ab, es kommt gut an bei euch. Schreibt mir das in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu den Sachen. Ja, ich habe ja ein Buch extra für die Was los Ultras. Da in die Was los Ultra Facebook-Gruppe, da ihr wisst. Und die Juri-Box, ja, die bekommt ihr, Freunde, ganz easy, ja. Yes, einfach hier in die Kommentare, ja. Like das Video natürlich, ja, macht mit, like das Video, kommentiert was Cooles und der mit dem coolsten Kommentar, der Juri-Box, die Juri-Box haben will, bekommt sie dann auch, ja. Freunde, danke fürs Zuschauen, vergiss nicht, es kommt noch Fanfragen auf jeden Fall, von daher... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.